So, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Ali therapiert. Heute mit einem jungen, frischen, wie ich finde auch sehr netten Mann, Kasimir. Schön, dass du da bist, Bro. Danke, dass du gekommen bist. Korrekt, dass ich da sein darf. Sehr korrekt. Weißt du, wie geht's dir? Ja, gut, gut. Und bei dir? Bisschen früh noch für mich, Dicker. Normalerweise stehe ich erst 14, 15 Uhr auf. Ja. Heute war schon so 12 Uhr, dann ein bisschen verschlafen. Deswegen. Bist du so nachtaktiver so? Ja, ja. Ich war gestern bis 6, 7 Uhr Studio. Bist du viel im Studio oder bist du einfach so wie ein Penner? Schon viel im Studio, ja. Aber ich gehe auch immer erst spät hin, 22, 23 Uhr. Gehst du erst raus? Oder ja, ja, da geht's erst raus. Du bist Ossi, wa? Du kommst aus... Nein, ich komme aus West-Berlin, Dicker. Steglitz. Nee, ich hab gelesen. Südwest. Lichtenberg oder so. Lichterfelde. Steglitz, Lichterfelde. Ja, hör auf, du bist Ossi, Mann. Ich bin Lichterfelde Süd aufgewachsen. Lichterfelde war das, genau. Bis ich 12 war ungefähr. Und dann von da aus nach Steglitz gezogen. Okay. Händelplatz, die ging. Ja, wie alt bist du? Ich bin jetzt 22 geworden. 22, genau. Den ganzen Scheiß noch vor dir. Weißt du, so einer wie du musst aufpassen, Bruder. Sag ich dir ehrlich. In deinem Alter jetzt? Ja, ja, ja. Erfolg, so Drogen. Ja, weißt du, du musst auch richtig aufpassen, sag ich dir ehrlich. Ja. Viele sind, wie du auch siehst heute, die erfolgreich sind, alle abgedürftet. Und, ja, ja, aber das habe ich schon Storys früh an. Festgestellt. Also jetzt die labern nur noch Scheiße. Ja, ja. Nee, Dicker, vor allem jetzt in diesem Rapper-Umfeld und so, dies, das, da ist auf jeden Fall leicht, mal über die Stränge zu schlagen. So. Erwischst du dich manchmal, wie du schon aus da machst? Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich bin Rockstar, was das angeht. Bro, ich weiß auch, man muss manchmal einen Step back gehen und so. Steigt aber immer so ein bisschen zu Kopf, ne? Ja, ja, ja. Verstehe. Auf jeden Fall. Du weißt, du merkst schon, bei uns alles ein bisschen offener, man redet Klartext miteinander. Natürlich, natürlich, so muss es auch sein. Aber ich sag, guck mal, es gibt eine witzige Geschichte über dich. Ich hab mal vor 3, 4 Jahren oder so, war das, da waren die so Jungs, die haben so, mir so Rapper auf dem Laptop vorgestellt und ich soll halt meine Meinung sagen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das Format hieß und da warst du auch dabei. Da habe ich gesagt, was habe ich damals gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, ich finde, der ist einfach anders. Ja. Und anders ist immer gut. Und ich kann mir bei dem vorstellen, dass der bald alles auseinandernehmen wird. Bruder, glaub mir oder glaub mir nicht. Die Leute wissen es, die Ali therapiert oder die Ali Bomei Fans wissen es. Ich habe viele Sachen, was Rapper angeht, vorausgesagt. Auf jeden Fall war ich damals schon von dir überzeugt gewesen. Darum bist du auch heute hier. Ich lade dir auch nicht jeden Keck ein. Aber scheiß mal darauf, was ist mit Album, Musik, wie geht's weiter, was passiert? Ja, yeah, Bro, ich habe lange Pause gemacht. Bei mir war so, nach ohne dich, nach dem großen Erfolg, war dann so, dass ich halt wirklich 6, 7 Monate, 8 Monate Break hatte. Okay, du hattest 8 Monate Pause, genau. Aber ich finde, in deinem Zeitpunkt deiner Karriere ist es eigentlich keine gute Idee, Pause zu machen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also ich hatte Pause, Bro, und das war auch ein bisschen der Fehler. Ich habe mich so gehen lassen, ein bisschen auf dem Erfolg ausgeruht. Und war Nummer 1 Hit, war? Nummer 1 Hit war das, war? Ja, ja, ja. 4 Wochen oder 3 Wochen, Bro. War schon crazy. Ist schon Gold, Platin? Was ist das? Ist Platin. Ist ja, Platin, Mann. Schon, ja? Ist schon Platin. Also hier sitzen gerade 2 Platin-Rapper, Leute. Ja, stimmt. Du bist auch Platin gegangen damals. Ne, ja, Mann. Same. Krass. Okay. Ja, Digga. Und dann habe ich halt lange Pause gemacht. So, das war auch ein bisschen mein Fehler. Habe mich so ein bisschen gehen lassen. War trotzdem natürlich viel im Studio. Habe viel produziert und gemacht. Aber hatte nicht so die Motivation und so unbedingt was rauszubringen. Die ist jetzt erst wiedergekommen vor ungefähr 4, 5 Monaten. Ich meine, der Nummer 1 Song ist ja jetzt auch schon 2 Jahre her, so, ne? Krass, wie die Zeit vergeht. Ja, wo seid ihr unter Vertrag? Bei Sony oder? Wir sind bei Universal. Bei Chapter One. Chapter One. Shadow Chapter. Say. Yeah. Ja, geil, geil. Warum nicht? Und jetzt kommt nächstes Album, geht weiter jetzt. Was ist so. Was kann man so erwarten? Guck mal, Dicker, ich rede eigentlich ungern nur über Musik. So, eigentlich bin ich so ein Typ, der gerne über die Skandale der Leute redet, die hier sind. Aber von dir gibt es leider noch keine Skandale. Ja. Noch. Du bist auch erst 22, Bruder. Ich glaube, in 5 Jahren, wenn wir noch mal reden, haben wir ganz andere Themen. Was erwartet denn die Leute? Hoffentlich nicht, Dicker. Ich glaube schon. Inshallah nicht, aber man weiß nicht. Was erwartet denn die Leute so auf den nächsten Album, Songs? Genau, also lass uns nicht vergessen, Bruder, im Endeffekt geht es hier auch um Musik. Das ist, genau. Ist eine Rap-Plattform und wir müssen auch ein bisschen über Musik reden. Ja, ich feiere das gar nicht, aber hier die Regie fickt immer meinen Kopf. Du musst mehr über die Künstler, ihre Musik reden und bla bla bla. Darum, was passiert da? Mir ist auf jeden Fall sehr vielfältiger geworden. Viele verschiedene Musikrichtungen kombiniert. Ich habe viele verschiedene Styles aufgegriffen, viele verschiedene Flows. Es ist nochmal so ein Mix aus diesem alten, aggressiven Kasi und diesem neuen, melodischen. Genau, 17 Songs auf dem Album, auch immer mit vielen Songs am Start und so. Das ist mir wichtig, dass die Leute viele Facetten haben,
Features, viele? Features, 3 Features. Eigene Team-Features. Dillo ist drauf, Larin ist drauf, Johnny ist drauf. Also keine, nichts Besonderes, keine jetzt Namen, wo du sagst, boah, krass. Flavio ist noch drauf, Shoutout Gelsenkirchen, Flavio. Sonst habe ich noch Quam drauf, aus Hamburg. Quam kenne ich. Ja, Killer K, auch Shoutout, schöne Grüße. Aber weißt du, ich feier so ein bisschen an dir, Dicker? Du bist so Team, so eigenes Team einfach nur, weißt du? Nicht so jetzt so, ich guck mal, wer mir am meisten bringt und so. Nein. Und so war ich auch immer. Ich war auch so, immer Team. Mich hat es gar nicht interessiert, so, wer jetzt auf mein Album kommt, wer nicht kommt, weißt du? Nein. Feier ich. Und deine Musik ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, wie kann man das beschreiben, Alter? Irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, okay, der ist Gangster. Und manchmal eher so, einfach so chillen. Gerne. Weißt du? Für mich ist halt auch, für mich ist so voll wichtig, so, dass die Leute das fühlen, weißt du, was ich meine? Und so, auch wenn du von der Straße kommst, und ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen mein ganzes Leben, weißt du, und auf meinem Fuckshit gewesen und so. Aber manchmal mag man halt auch diese gefühlvollen Sachen zu hören. Und ich mag halt besonders die zu machen. Und ich glaube, viele erwischen sich dann auch, wenn die sich oft mal so eine Sachen geben, so, auch wenn die eigentlich, weißt du, viel auf Straße aktiv sind oder den Shit machen und so, genau. Was für Beef? Hast du Beef gehabt schon mal? Beef, Rap-Beef? Ja. Naja, kommt noch. Da reden wir 5 Jahre bestimmt auch nochmal dann. Nein, ja, muss ja nicht kommen, wenn du bist ja ein netter Typ. Ja. Ja, du bist auch ein bisschen unscheinbar, du machst ja nicht so eine Welle. Genau. Noch nicht. Auf jeden Fall, guck mal, sag dir ehrlich, ich guck mir das ja alles an, so diese Rap-Szene. Muss ich ja auch irgendwo wegen das hier. Mhm. Es ist schwer, es ist so mittlerweile schwer geworden, Leute oder Rapper anzuschreiben, die zu fragen, ob die kommen möchten oder nicht kommen möchten. Alleine, weil die Leute so von sich selber überzeugt sind und die denken sich, wenn Ali Bomei mich das anschreibt, dass sie ja irgendwie jetzt so voll krass sind, so, weißt du? Dabei, ich frage dich nicht nach Geld oder ich frage dich auch nicht nach einem Feature, ich frage, komm meine Sendung, am Endeffekt. Am Ende ist ja auch ein Geben und Nehmen, ne? Weißt du, was ich meine? Am Ende ist ja, profitieren ja beide Seiten, so. So, darum sage ich dir ehrlich und ich sag dir, okay, du bist ja mit Dillemann am Start, der ist ja auch ein langjähriger Freund, dann ist das, hat das auch alles einen anderen Beigeschmack, dann ist das alles so ganz easy, so, weißt du? Yeah. Okay, lass uns mal ein bisschen über Erfolge reden, Digga. Irgendwie, ich feiere das ja. Weißt du, ich guck mal, ich sag dir ehrlich, es gibt ja Typen, die gucken etwas, was erfolgreich ist und dann platzen die. Dann gibt es aber Typen, die gucken sich was an und freuen sich darüber. Oder feiern das. Yeah. Weißt du, ich bin so ein Gönner. Yeah. Wenn ich jetzt jemanden sehe mit einem dicken Wagen, ich aber auch, denke ich mir, cool. Mhm. Ich denke nicht, boah, bestimmt von Drogen bezahlt oder so. Yeah. Kennst du die Leute, die dann so, die. Früher vielleicht. Die platzen. Ja, yeah, genau. Ich bin gar nicht so. Ich feiere, ich finde das auch geil. Und wo dann Nummer 1 Single kam und ich da gesehen habe, ist auf 1 gechartet, dachte ich mir auch so krass, so einfach von, so weißt du? Nee. Eigentlich so feiere ich einfach. Jetzt die Frage, hast du Angst, dass sowas nicht nochmal passiert? Angst nicht unbedingt. Nee. Aber ist Druck da? Aber Druck ist da. Weil ich sag dir ehrlich, egal welchen Song ich aufnehme, nee, ich habe immer Druck wegen Sex ohne Grund. Nee. Und ich weiß, dass ich nie wieder mein Leben so einen Song machen werde. Aber das kannst du ja nicht sagen. Nein, so kannst du das nicht sagen. Kann sein, dass auf einmal nächstes Jahr genau so ein Ding wiederkommt. Das ist meine Meinung. Bei mir ist es sowieso so. Ich habe das jetzt viel zu krass beobachtet. Weißt du, wie schnell das gehen kann, dass sowas passiert mit diesen Dings, dass ich eigentlich gar keine Angst habe. Aber Druck ist auf jeden Fall da, dass ich mir diesen Druck mache. Druck ist aber auch gut, sein. Ne? Können 2 Sachen entstehen. So. Entweder Diamant oder Scheiße, so eins von beiden. Ja. Und dann Dings. Okay, also Angst hast du nicht direkt. Du hast Druck, aber gesunder Druck, sagst du. Genau. Okay. Das Internet ist grausam, weißt du? Das Internet ist sehr hart und grausam, Digga. Die schreiben nur so Nachrichten wie, ja, Wanted Wonder. Oder so, weißt du? Yeah. Habe ich auch schon aufgelesen. Yeah. Oder du bist nur das wegen dem und dem. Das ist mir egal. Mm. Dass ich jetzt ohne Shindy nicht das gemacht hätte, ist mir auch schon klar. Yeah. Ich bin ja keiner, der so sich in den Vordergrund stellt. Schöne Grüße an Shindy an der Stelle. Ja, Monster, Junge. Aber ich glaube, in meinem Alter ist es einfacher, auch alles so wegzustecken, als in deinem Alter. Ja, yeah, ich will dich jetzt nicht als kleinen Jungen darstellen, aber nee. Ich glaube, du bist das ist alles bei dir noch ein bisschen emotionaler. Mhm. Und außerdem, ich glaube, du lebst den Scheiß ja auch. Mhm. Bei mir ist der Rap so vielleicht 20% von meinem Leben. Der Rest ist Entertainment oder halt Familie und alles andere. Yeah. Bei dir ist der Rap bestimmt 80%. Genau, du sagst. Oder 70%. Es ist dein Ding, es ist dein Leben. Genau, momentan ist anders machen. So. Ja. Ja. Darum ist es bei dir vielleicht eine Schippe schlimmer als wie bei mir. Mhm.
Dann kommt ja bei dir ja auch noch Lebenserfahrung, die du mir voraus hast dazu. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Und du wirst noch so viele Fotzen sehen, Digga. Aber die, ja, so davon habe ich jetzt schon viele Fotzen, Digga. Aber glaube ich dir auf jeden Fall. Sie werden in dein Gesicht lachen, Bruder. Sie werden dich Bruder nennen. Du wirst die lieben, Bruder. Dann auf einmal, ich schwöre dir, es wird dir die Boden von den Füßen wegreißen. Und du wirst dich fragen, das kann es gar nicht sein. Ich wünsche es dir nicht, aber es muss, ich glaube, die Erfahrung muss doch jeder machen. Hm. Ja, und nee, ich will jetzt auch nicht einfach so Lehrer machen, dich belehren in allen Sachen, aber, Dicker, ich will dich nur darauf vorbereiten. Dieser Weg wird noch sehr dreckig. Aber er kann auch schön sein, wenn du halt so gute Leute um dich herum hast, wie die Jungs zum Beispiel, die kenne ich ja auch alle. Also ich habe von denen noch nie was Negatives gesehen. Die waren immer straight, immer nett, immer lieb. Also ich glaube, wenn du die richtigen Freunde um dich herum hast, dann kann dir auch nichts passieren. Das ist sowieso das Wichtigste, Freunde und Familie. Ja. So sieht's aus, Digga. Safe. Albumname hast du noch nicht oder willst du euch verraten? Albumname eigentlich Kamikaze, aber ich bin vielleicht am spontanen Umwerfen so. Ob ich vielleicht einfach einen anderen Titel nehme, der Kasi in mir. Keine Ahnung. Wie? Der richtige Name ist Herr Reichelt, richtig? Herr Reichelt, Clemens Reichelt. Das ich weiß ja auch jeder, steht ja auch im Internet. Ich habe jetzt hier nichts exposed oder so, ne? Nein. Aber du hast die gut gemerkt auf jeden Fall. Ja klar, ich hab gestern noch mal ein bisschen reingeguckt so. Da gucke ich so Clemens Reiner, der Herr Reichelt, sag ich mir. Der Reichelt, der kommt morgen bei mir vorbei. Ja, klingt seriös auf jeden Fall, wa? Wie hast du denn diesen Sprung von so einem Newcomer, der Videos rumschickt, zu einem mittlerweile, sage ich, standhaften Künstler, der auch eine Adresse ist in Deutschrap. Wie hast du das erlebt? Guck mal, zum Beispiel bei mir. Ich habe das ja mehr oder weniger alles geschenkt bekommen. Ich habe ja wirklich nie was dafür getan. Weißt du, das ist auch ein Hate-Grund, den ich habe. Das ist für mich kein Problem. Wäre ich von Amateure bei Bayern München unterschrieben. Ich war direkt bei Bushido und Shindy. Nee. Ich musste nicht erstmal jahrelang da irgendwas recorden, dann da für 10 Euro was aufnehmen. Weißt du, meine? Ich habe ja direkt, zack, wofür ich auch sehr dankbar bin. Alhamdulillah. Aber wie war das für dich? Bist du der Meinung, du musstest viel Scheiße fressen bis dahin? Nein, ja. Nee? Gar nicht. Bei mir war auch, dann, wenn man es so vergleicht, ein bisschen wie bei dir. So, ich war ja relativ, ich habe schon früh angefangen zu rappen, mit 14. Und dann war ich auch schon in Studios immer. Ja. Ich habe aber erst mit 18 angefangen, dann rauszubringen. Weil ein Kumpel von mir, Pascha, wir waren damals viel immer zusammen auch und so. Heute der kommt immer noch auch schöne Grüße auf der jeden kommt Fall. Auch übrigens bald, ja. Der kommt heute auch? Nee, bald. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße. Und dann hat er damals mit mir so den ersten Song rausgebracht. Er meinte, komm, wir releasen jetzt deinen ersten Track über Soundcloud. Und dann bin ich dann auf die Idee gekommen, ein, zwei Monate später, bin ich gerade 18 geworden, habe ich gesagt, droppe ich das erste Video. Und dann ist Dillo darauf aufmerksam geworden. Dann haben wir uns getroffen und ich war ja immer schon in Yorkstraße unterwegs. So, ich war da immer nach Schule und so immer am Start. Und dann hat es irgendwie so zusammengeführt. Und dann war ich mit ihm im Studio, Göbenstraße. Und dann ging es relativ schnell. Erste Video, Promotion draufgeballert, Werbung. Und dann sind die Leute irgendwie drauf gekommen. Viele haben es nicht gefeiert. Viele haben so das gejackt. Viele haben gesagt, es ist cool so. Und damit hat sich relativ schnell so die Fanbase aufgebaut. Jeder kann es ja auch nicht feiern. Ja, yeah, genau. Und dann ist es ja auch nichts Besonderes, wenn es jeder feiert. Und dann ist es ja auch langweilig irgendwo, ne? Was machst du sonst so, außer in Studios abhängen bis nachts? Oder was machst du sonst so? Bro, das Übliche, was Jugendliche so machen. Nichts anderes als viele von euch da draußen wahrscheinlich. Viele von den anderen. Was ist das? Bro, wir sind draußen in den Parks. Viel rauchen auch, ja, aber das will ich keinem von euch da draußen ans Herz legen, auf jeden Fall. Ja, Essen natürlich auch, ja, wir sind immer fleißig am Essen. Hunger hast, ist doch früh, du hast noch nicht gefrühstückt. Schiss dein Herz, Dankeschön. Ich habe gerade mit Döner geknallt, Yorkstraße, ja. Alles da von Breeds. War schon mal Breeds? Kennst du Breeds? Sag mir was, ja. So für Süßigkeiten, generell so ganz alles, wa? So ein Frühstückshaus. Ah, nee, dann nicht. Ich dachte, wäre dieser Ami-Laden. Brandenburgische Straße, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, Leute. Breeds, Beste. Hier sind so eine, ich mache ja gerade Diät, radikal. Mhm. Ich kann das alles nicht essen, aber für dich gerne. Jetzt ist auch hier. Gut, um danach zu sehen, wie man widerstehen kann, wa? Bruder, ich sag dir ehrlich, irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach sagen musst, es reicht jetzt so. Ja. Weißt du? Gerade wenn du mit dem Arzt bist und der dir sagt so, du machst das nicht mehr lange. Und sowas hörst du erstmal, weil du warst immer der kleine, dicke Ali, weißt du? Also ich war immer der kleine, dicke. Und dann sagt dir ein Arzt in dein Gesicht so, du wirst nicht mehr lange machen, wenn du so weiterlebst, wie du jetzt lebst. Mhm. Dann passiert was in deinem Kopf. Ja, klar, bei mir hat es. Mann, die Leute haben auf mich eingeredet über Jahre. Ich habe immer, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann machst du deinen Kopf tick.
Da ziehst du einfach durch. Ich habe ja 10 Kilo abgenommen in einem Monat. Wirklich, ja? Ja. Ich mach Sport jeden Tag. Krass, ja. Was ist dein Ziel? Wie willst du 30. Erstmal 30 runter, dann halten ein halbes Jahr und dann nochmal 20 runter. Das ist gut. Also 100 Kilo will ich wiegen. Stabil. Ich bin jetzt nie so dünn, also darum mache ich auch keine Magen-OP. Ich finde, die Leute, die Magen-OP machen, sehen alle aus wie Junkies. Toi, toi, toi auf jeden Fall. Ich drück dir die Daumen, Nika, 100%. Danke, Bro, danke. Aber wenn du so weitermachst, dann wird es bestimmt was. Ja, ja, aber du Zeit musst durchziehen. Ja, nicht einen Monat nein, schafft jeder, aber danach. Machst du auch Sport und so? Fitness? Ja, ja, einmal die Woche Sport, zweimal die Woche schwimmen. Boah, musst du mich mitnehmen, ja. Ich muss meinem Schweinehund Schellen bist geben. Bist du fit, meinst du, oder bist du nicht so fit? Boah, ich bin fit, aber ich habe nicht diese Ehrgeiz oder Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen, weißt du? Ich gebe mir die selber nicht. Und dann ist auch für mich, weißt du, so wie gezwungen Sport. Ich habe nicht von alleine diesen Willen hinzugehen. So. Ja, du chillst noch. Was schätzt du denn, wann du so... Was schätzt du denn selber... Also was wünschst du dir denn, wie es weitergeht jetzt so? Mein Dicker, du bist 22, Alter, oder? Du bist noch... Ich werde viel droppen jetzt erstmal. Ja. Ich werde viel Musik rausbringen. Das ist jetzt erstmal das, was ich mir vorgenommen habe. Viel rausbringen, kein Schlopp mehr, viel droppen, auf Tour gehen, Shit machen, weißt du, Leute sehen. Machst du Solo-Tour dieses Jahr noch? Ich mache Solo-Tour nächstes Jahr wahrscheinlich. Bist du schon im Vorverkauf? Nein, nein. Geht bald los, Leute, seid ready, safe. Mach nicht so, wie ich den Fehler, aber ja, bald, ich mach dies, mach das. Nein, muss, jetzt geht's bald wirklich los. Ich hab immer gesagt, alles Leute, im Planen, ich mach alles das, im Planen. Ich mach dies, dann kam einfach nichts mehr. Ich habe jetzt so Sportblogs, weißt du, ich mach so Videoblogs darüber, wie ich abnehme. Dann habe ich letzte Woche heute kommt übrigens der zweite, aber die ist eh nicht live. Also, ja. Ich habe den ersten rausgemacht, da haben die Leute unten alle geschrieben, ja, der nächste kommt dann in 10 Jahren. Weißt du, die nehme ich gar nicht mehr ernst, weil ich war auch so, ja, ich mache jetzt so und kommt dies und kommt das. Und dann kam da ja nichts. Weißt du, was ich meine? Und dann kriegen die Leute auch mal ein Raster. Und kam danach noch einer? Ja, heute kommt der zweite. Okay, gut. Ich zieh durch jetzt, Bruder. Bei mir gibt es keinen Stopp mehr. Wie bei dir? Ja, das ist gut. Ich hoffe, bei dir gibt es keinen Stopp mehr. Nein, gut, bei mir darf jetzt auch keinen Stopp mehr. Was ist Thema Geld bei dir? Was ist los? Du bist jung. Ich glaube, du warst auch wie ich auf der Straße immer früher wenig Geld. Mhm. 10er für Döner hat gereicht, Zigaretten vielleicht noch. Aber dann auf einmal hast du Geld. Genau. Hast du auch diese Filme gemacht mit Finanzamt, nicht berechnet und die ganze Scheiße? Ach, alles einmal durch. Alles einmal durch. Ja. Alles einmal wie durch. War das aber? Ich war direkt auf meine Brüder da. Jeder hat Rolex bekommen, jeder Dings, mein Bro, beste Bro, hier ist Auto, ja. Da, dies, das, gib ihm ein paar. Komm mal hier für alle, die haben gute Laune, wir gehen alle Dings, ja, weißt du? Ja. Wie war das, wenn du auf einmal guckst auf Konto, auf einmal so 50.000 so? Erste Dings? Ich sag einfach mal 50. Level. Ich sag mal 50, weil ich jetzt nicht übertreiben will oder untertreiben will. Sag mal 50. Yeah. Auf einmal hat der Kasimir, der immer auf der Straße war, 50.000 auf dem Konto. Wie ist das Gefühl? Bro, Dicker. Warst du los? Dicker war schneller weg, als ich mir darüber überhaupt ein Gefühl machen konnte, Dicker. Ich war Urlaub auch. Ich habe alles gesehen, ganze Welt mit Kindern. Also von Brasilien bis Mexiko, dann Domrep, Jamaika, Asien, Thailand, Irak, Türkei. Irak warst du auch? Ja, ja. Was hast du da gemacht? Ich war mit Dilo da, Kurdistan. Geil. Ja, war sehr schön. War ist crazy. Schön, wa? Ja, es war eigentlich Irak. Ist auch nicht so, wie sich Leute vorstellen, wie das ist, von wegen so mit Gewalt mal oder so, dass du da Angst haben musst, auf Straße zu gehen. Gar nicht, Bro. Ich schwöre, war sicherer als Lateinamerika. Es gibt schon gefährliche Orte da. Yeah. Aber natürlich, die Leute übertreiben alle ein bisschen. Genau. Aber gerade in den kurdischen Gebieten, in den kurdischen Gebieten ist, glaube ich, Ruhe jetzt. Mhm. Die haben das alles fest in der Hand. Und wie schön das Land eigentlich ist, so schade, dass da eine Scheiße passiert. Ne? Ja, genau. Wie war Brasilien? Brasilien ist gefährlich, Bro. Stimmt das alles, was hier ist? Brasilien ist heiß, Digga, ich schwöre. Brasilien ist cool, ich liebe Brasilien. Ich gehe jetzt wieder hin, am 6. fliege ich los. Kennst du da jemanden, der da auf dich aufpassen soll? Ja. Wir haben gute Kontakte zu Leuten aus der Favela da. Ja, schöne Grüße, Rocinha, das ist die größte Favela in Brasilien, da sind wir oft. Wo ist die, in Rio? In Rio, genau. Rio de Janeiro, Conceição, Rio, Brasil. Ei. Ja, die sind schon cool, die Brasilianer, feiern ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Wie war Mexiko? Mexiko, boah, ist nicht unbedingt mein Land. Also es war schön und so. Bombennatur und so, aber... Schöne Frauen aber, ne? Ja, das ist in Brasilien, gefällt mir besser. Aber ja? Mexiko bestimmt auch, also keine Ahnung. Ich war in Tulum, das ist so ein bisschen Partyort. Tulum habe ich schon mal gehört, ja. Ne. Da ist doch dieser Leon Lovelock da, der wohnt doch da. Lovelock? Wie heißt der, Lovelock? Lovelock? Ja, ich glaube, ja genau. Der ist da, genau, in Tulum am Start. Ja, man, glaube ich auch.
Ja, ich glaube, der war da immer, hat so Video gebaut, ja, ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben, ja, ich bin am Ende noch hier, und dann soll ich wieder zurückkommen. Als die Kohle leer war, kommt man zurück, das ist normal. Nee. Und hast du Video gedreht schon mal in so einem Länder? Ja, in Brasilien habe ich ein Video mit Delo gedreht. Kam auch raus schon, das Video? Kam schon raus, Riba, ja. Genau. Jetzt drehe ich noch mal eins da. Genau, eins im Team, drehen wir auch eins. Genau, wird sehr geil. Geil, geil. Hast du Dings hier, hast du, Jamaika warst du auch? Ja, yeah, ja. Yeah. Was geht da ab? Bro, da geht viel ab. Jamaika ist überschön. Jamaika ist nicht nur so, wie alle denken, kiffen und so. Jamaika hat überkrasse Natur. Viele so mäßig Dschungel mit Wasser und so. Ist ganz geil. Dann in den Wäldern ist nice. Das ist wirklich ein cooler Vibe. Auch mit den Leuten da, alle gechillt drauf und so. Aber auch gefährlich so, ne? Kingston und so ist schon hart. Ist hart zu pflastern da auf jeden Fall. Ich hab mal gehört, wenn du da wirklich falsch abbiegst, bist du einfach tot. Ja, gibt's auch Ecken auf jeden Fall. Aber es ist auch immer eine Respektsache, ne? Wenn du in Länder gehst und dich da wie ein Proll verhältst oder wenn du da mit Respekt hingehst und den Leuten auch sagst, ey, so hier, Dings, dein Land, mach mal dein Ding. Jemand, der Hunger hat auf der Straße, ist, Alter, abgewichst du, den es egal, natürlich, hast. Natürlich, aber das machst du ja auch nicht. Ne? Du gehst ja nicht in dritte Weltländer eigentlich und läufst mit Rolex und fette Goldkette um irgendeine Ecke, weißt du? Ja, normal. So, da bist du ja, ist ja genauso wie in Berlin. Kann ja auch, weißt du, was ich meine? Bist du eigentlich richtiger Deutscher? Ich bin, also meine Mom ist halbe Kanadierin und hat auch noch polnische Wurzeln. Also quasi halb Kanada. Warst du mal Kanada? Kanada leider noch nicht, aber ich habe es vor, richtig Natur zu gehen, einmal zwei, drei Wochen. Kanada ist schön. Ich war noch nicht, aber ich bin der leidenschaftliche Angler. Ja. Yeah. Und man guckt ja viele Videos über Angeln und so, und da ist Kanada richtig geil, Alter. Ja, auf jeden Fall, das ist heftig, Digga. Kanada, aber da kannst du beim Angeln auch ganz schnell auf den Bären treffen oder so, ne? Ja, Mann, musst du aufpassen. Da musst du eine 45er bei haben. Ja, normal, da gehen die sowieso nur mit sowas raus, glaube ich. Ja, da, wenn die auf. Die haben da richtige Winchester. Wie heißt die Winchester? Normal. Jagd aber eine, die den Bär direkt niederschreckt. Natürlich. Digga, wenn du so einen Grizzlybär siehst, Digga, der gibt dir eine, dann ist vorbei. Dein Kopf fällt ab. Nicht mal, der gibt dir eine. Du kannst nicht von dem Ding wegrennen, Digga. Wenn du auf den Baum gehst, der klettert da trotzdem hoch, Digga. Das sind Mördertiere, Bro. Aber so Bären sind ja eigentlich, denke ich, ich glaube, so ein Grizzlybär ist gefährlicher als ein Löwe, safe. Ja, also für, naja, okay. Nee, ich glaube, er gewinnt doch gegen einen Löwen. Grizzlybär? Ja. Ja, kann sein. Von Gewicht her alleine schon. Digga, der hat eine Faust, Digga, eine Pratze, wenn der ihn eine gibt, Alter. Ja, ja. Es gibt auch so einen Bär, Digga, in Asien, der kämpft gegen Tiger immer und der haut den so in die Mäule und dann krallt er die immer raus. Der ist so ein aggressiver Bär, ich weiß nicht genau, wie der Bär heißt. Aber müsst ihr mal googeln, auf jeden Fall. Verrückter Bär. Ist abgewichst. Wir sind auch hier nebenbei. Ich bin auch Zoologe und Biologe. Biologe und Tierexperte. Ja. War schon mal die nächste Show. Warst du schon mal angeln? Nein, ja. Angeln nicht. Mhm. Also, du bist einfach nur so einer, der chillt eigentlich viel und nur Mucke macht fertig. Ja, so. Oder? Ja. Du bist bestimmt einer von den Kumpels, die mal anrufen. Ah, nee, kein Bock, Bruder, ich geh ins Studio. Was? Nein. Ich bin auch ready for action, Bro. Ja, komm, nee, Bruder, nee, ich geh lieber ins Studio, chill. Nein. Komm, wir gehen raus, wir machen was. Ich bin so, Digga. Okay. Schön. Ich bin so ein Typ, Digga, Studio, ich mag das nicht, im Studio zu chillen. Nee? Nee. Und wenn ich im Studio bin, so eine halbe Stunde will ich wieder abhauen. Ja, das darum, ist ich aber kann bei auch nicht in Berlin produzieren, ich muss außerhalb. Wirklich, ja? Ja, weil hier zieht mich immer, irgendeiner schreibt mir, dann muss ich wieder weg und so, weißt du? Ja, bei meinen Jungs ist das genauso, aber wenn die in mein Studio kommen, wenn ich arbeite, die halten so 20, 30 Minuten, dann ist es auch so, okay, ey, stopp, wir hauen ab so, wir gehen da, dahin, dann bin ich immer noch am Wolken, weil für die ist auch so, passiert nicht viel, weißt du? So für Leute am Anfang ist immer interessant. Ja, wäre ich aber auch so ein Typ, der so Beats macht und so selber richtig krass schreiben könnte, dann würde ich, glaube ich, mehr für die sein. Mhm. Aber ich mache halt alles immer selber. Ja, eben, das ist auch, du bist ein richtiger Künstler, so Rap-Künstler. Ja. Bei mir ist halt das Problem, ich habe halt immer einen Schreiber, der mit mir hilft beim Schreiben. Es sind immer meine Worte, so, aber die Reime sind meistens nicht von mir. Und ich glaube, wenn ich das alles alleine machen würde, Dicker, dann würde ich viel mehr auch im Studio chillen, so, weißt du? Normal. Ich höre mir gerne Beats an. Ach, zum Beispiel Shindy, Dicker, der sitzt im Studio. Weißt du, wie der einen Song macht, Alter? Die hören sich irgendwelche Musik, irgendwelche Scheiße an. Auf YouTube so 80er-Jahre-Sachen oder so. Dann fangen die mit so einem Beat an so, und dann entsteht einfach so richtig ein Monster-Song, so, weißt du? Und der ist da richtig in der Sache drin. Der geht dann auch nicht mehr irgendwo anders hin. Man zieht das durch. Bei mir ist so eine halbe Stunde, kommen wir gehen essen, Leute. Wollen wir Bubble Tea trinken? Lass mal Eis essen. Weißt du so? Aber diese Leute, die so sich richtig ficken, so im Studio, so, das
sind auch die, die am meisten Erfolg haben. Aber das ist auch der Weg, finde ich. Zu Recht. Dann so kaputt zu machen, weißt du, das ist auch manchmal ganz gut. Kann aber auch irgendwann auf Psyche gehen, ne, wenn man so viele Sachen macht und dies und das. Und dann, Das ist auch so ein Grund, warum ich immer gesagt habe, ich gönne gerade Rappern, so, die so wirklich was selber auch richtig können, denen gönne ich das auch, weil die wirklich was dafür tun, so, weißt du? Ich würde mich selber nicht als krasser Rapper bezeichnen. Ich mache halt gerne Mucke, ab und zu mal einen Song, weil ich es einfach feier. Die Stimmung. Liegt dir ja auch, ne? Dings. Eben, aber jetzt so wirklich im Studio sitzt den ganzen Tag so, boah, hast du gehört? Warte, machen wir nochmal? Ne? Das ist nicht mein Ding, Bruder. Und ich will mich auch nicht selber verarschen. Warte mal, machen wir nochmal? Ich will mich auch nicht selber verarschen und dann so einen auf Timbaland tun oder so, weißt du? Darum einfach so, wie es ist. Ich höre mir Beats, ich pick Beats, wenn die mir gefallen. Hol ich einen Kumpel, der mit mir zusammen was schreibt. Übrigens ein Thema, ich erzähle was, er schreibt dabei, so, und dann machen wir jetzt noch ready, fertig. Ja, so muss sein. Ja, aber bei mir ist halt nochmal dann mehr so mit Dings, ne? Ich schreibe zum selber? Beispiel auch gar nicht mehr. Beats? Nein, Beats bin ich raus. Dann lasse ich Producer und so, die sollen da ihren frei. Du schreibst nicht mehr? Ich schreibe keinen Text mehr. Ich mache nur noch direkt ans Mic. In den Kopf so? Nur noch, ja genau, also ich nehme Beat und nehme direkt auf. Ohne Text und so. Krass. Line für Line einfach, also ich gehe ran. Dann zum Beispiel. Aber das dauert doch noch nicht. Wilde Tiere, Serengeti. Dann sag ich schon, okay, nächste Line. Nachts wach, wir hängen spät. Ja, nächste Line. Guck, wie ich im BMW sitze. Nächste Line, warum? Und dann das hat man. Das muss ich auch mal versuchen. Ja, so, weißt du, weil so kannst du einfach. Du schreibst quasi, weil du würdest es ja nicht anders machen, wenn du dich jetzt hinsetzt, den Beat anmachst und einen Text schreibst. Aber so nimmst du direkt das auf, was du eigentlich in dein Handy tippst. Deswegen geht dann auch viel schneller irgendwie. Ich weiß schon richtig, ja. Aber so machen die auch in Amerika alle. Aber hast du mal auch so gemacht? Danach hast du gesagt, was ist das für eine Kacke? Na klar, Digga. Weil ich manchmal jetzt, man macht 7, 8 Songs in einer Session. Und nächsten Tag hört man auch mal. Und nächsten Tag, man hört und sagt bei 5 Songs, Digga, was ist das für ein Schrott? So. Ja. Aber andererseits, man zeigt diese 5 Songs seinen Homies, die sagen bei 3, Bruder, die sind hart, ja. Oder so. Warte, weißt, mal, wie bist du, warte, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wie bist du bei Songs? Angenommen, zum Beispiel, ich bin ein Typ, ich hab jetzt gerade 3 Songs, ja? Yeah. Ich sitze da mit Freunden im Auto und lache die an. Und ich höre dann immer auf die. Wie bist du? Bringst du einfach aus, was du feierst, Basta? Oder hörst du schon auf deine Freunde? Ja, Bruder, das Ding ist halt, ich habe mittlerweile so viele Songs gemacht und so viele verschiedene Homies feiern verschiedene Songs und so, dass ich mich gar nicht mehr auf irgendwen jetzt so, weißt du, verlassen könnte, dieses Dings. Deswegen versuche ich schon wirklich, das zu picken, was ich am meisten feiere. So, aber man nimmt sich auf jeden Fall sehr zu Herzen, wenn die Homies sagen, ey, diese und diese. Und bei mir war schon oft, dass ich Songs deswegen rausgebracht habe. Aber am Ende des Tages hörst du auf dich. Momentan ja. Momentan ja. Es war aber schon mal anders. Ich habe noch nie auf mich gehört. Ja. Was sagt ihr? Ja, lieber der war, okay. Und dann am Ende kam es einfach nicht geil. Aber ich glaube, wenn ich es einfach mal machen würde, wie ich das für geil finde. Genau, das ist der Way. Ohne jemanden, ich werde es mal machen. Ich schwöre dir, nichts sage ich niemandem. Ja. Ich mache einfach, wie mir gefällt. Und dann haue ich ihn raus. Ja, das, auf diesem Grind bin ich momentan. Ich denke, das ist auch der Weg, es zu machen. Weil du bist ja der Künstler, weißt du? Und wenn du dir schon so die Influence von anderen holst, dann strengt es dich schon irgendwo ein. Weil alleine wenn dir jemand sagt, nee, das würde ich nochmal so und so, dann denkst du selber schon darüber nach, obwohl du es eigentlich ja feierst dann. Deswegen ist so, denke ich mir, man sollte da gar nicht so hindern und so. Und wenn die nicht feiern, dann ist halt so, aber wenn die feiern, ist auch cool, so, weißt du? Aber so Dings, man sollte sich da nicht so einschränken lassen, meiner Meinung nach. Ja, am Ende machst du es ja auch nicht für deine Homies, sondern für dich und dass Mama glücklich ist. Und weißt du, kurze Unterbrechung. Wo waren wir gerade? Egal, lass was Neues starten, Digga. Boah, wir waren gerade bei richtig geilen Thema. Wo waren wir? Lorette Mar, Digga, da war ich 16, Alter. Da ging ab, Alter. Sind wir damals mit Rainbow Tours? Wir hatten nicht so viel Geld. Gab es so einen Bus, der ist immer hier am Busbahnhof immer losgefahren. Und dann sind wir mit so einem Rainbow-Tour-Bus, Alter, nach Loretta Mar gefahren für 30 Stunden lang oder 25 Stunden. Schön, ich hab das auch gemacht. Ich bin mit dem Bus nach so Malgrad oder so gefahren. Dann war ich da in seinem Jugendcamp, da war ich 15 oder 14, Ende 14, Anfang 15. Das war geil, Alter. Haben uns da mit den Engländern geprügelt einen Tag, weil wir waren ja Deutsche so. Wer hat Deutsche gewonnen? Ehrlich? Ich schwöre, wir haben die kaputt gehauen, aber die Holländer haben uns gefickt, sag ich ehrlich. Wie die Holländer? Ihr habt erstmal die Engländer und dann wollt ihr euch noch die Holländer schnappen? Wir hatten immer so Fahnen draußen, weißt du? Wir hatten ja auch deutsche Freunde dabei. Nee. Weißt du, wir sind die Jungen aus der Reichshauptstadt.
Figaro Rabat. Wir hatten richtige Atzen dabei, die haben so Deutschlandfahren immer an den Balkon gehangen. Ja. Irgendwann, wir chillen so auf dem Balkon. Weißt du, was Jungs so machen auf dem Balkon nachts? Spielen Karten, machen eine Scheiße. Auf einmal, bam! Eier. Wir gucken rüber, so Engländer. Die haben auch englische Fahne. Ja, fuck you, fucking Crowd. Crowd heißt Deutscher. Ja, ja, yeah, ich weiß. Wir sagen, komm runter, komm ab, die kommen runter, wir haben die kaputt gehauen. So, zwei Tage später waren wir in der Stadt, wir laufen so, fünf, sechs Mann. Deutscher Trikot, die Deutschen, ist ja klar. Voll Hacke. Ist ja klar, Digga. Da waren so Holländer mit so grüne, mit so orange Oberteile halt. Ja. Yeah. Gucken so, Keilerei. Direkt Keilerei. Aber die haben uns schon, wir haben gefightet so, aber wir haben schon auf die Fresse bekommen. Die waren noch ein bisschen mehr. Dann kamen die Bullen. Und die Bullen da, die verstehen gar keinen Spaß. Digga, die hauen den auch mehr auf die Fresse als die Schlägerei, die du da wartest. Der hat den Krüppel gezogen vor mir. Er guckt mich so an und sagt, wo, auf dem Boden direkt so. Dann hat er mich verschont, haben es mitgenommen, haben es aber gehen lassen, war alles okay. Die sagen, die haben uns angegriffen. Da waren wir irgendwann mal im Club gewesen nochmal, da waren wieder diese Holländer da. Aber Dicker, ich hatte so eine Backe gehabt, Alter, ein Loch im Kopf, ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich sagte mir, ey, lass mal. Ich hab keinen Bock mehr, Wallah, Bruder. Was kämpfen wir hier aber nachher? Da sind wir abgehauen. Ich meinte, lass gehen, Mann, scheiß drauf. Ich prüge mich doch mal jetzt mit denen. Das war richtig, auch unten waren 16 Jahre alt, Mann. Kleine Kinder eigentlich. Einmal aber auf Malle waren wir, da waren auch Holländer, die haben wir aber auch gefilitiert, Bruder. Das war genau Confederations Cup. Du hast es mit den Holländern, ne? Ja, ja, das war Confederations Cup. 2006 war die WM. Ein Jahr davor, 2005 war das. Da war ich auf Malle, gerade angekommen. Vier. Gerade angekommen, Malle. Erster Tag, Hotel. Da hat mir schon ein bisschen Geld gemacht. Sogar. Das heißt, wir waren so ein bisschen so am Hasseln. Erster Tag, Bruder, ich bin gerade gelandet. Taxi, Hotel. Taschen hin, ab zum Ballermann. Da lief Deutschland gegen Brasilien. Confederations Cup, Brasilien hat die weggehauen, 4-0 oder so. Adrian damals hat so einen Traumtor gemacht. Die Fußballfans wissen noch, was ich meine. Wir sind gerade angekommen, wir setzen uns hin. Die Jungs bestellen Tequila. Natürlich, Alkohol ist nicht gut, Leute. Ich bereue das auch sehr, macht das yeah. nicht nach. Lass es 5 Minuten gewesen sein. Ich höre so, pop, gucke hinter mir, meine Jungs prügeln sich mit Holländern. Wallah. Was willst du machen? Ja, lach auf. Ah, da haben wir die gefickt. Da haben wir die gefickt. Wie viele gegen wie viele? Ja, wir waren bestimmt 8, die waren auch so 8, 9. Okay. Aber das ist alles geflogen, Dicker. So erster Tag, ich schwöre dir. Und danach haben wir uns im Hotel unterhalten, weil die Jungs, es geht nicht mehr. Wir können uns hier nicht prügeln. Nachher passiert einfach von uns. Weißt du? Auf jeden Fall, wir haben also auf jeden Fall die deutsche Flagge mit Ehre hochgehalten, Leute. Wir haben sie verteidigt, auch auf Malle, auch auf Lorette. Damit du Bescheid bist. Also wir haben uns da nicht lumpen lassen, natürlich. Wenn man genauer nachfragt, bestimmt noch in viel mehr Ländern, wa? Ja, aber das ist das, woran ich mich erinnern kann. Wir haben uns auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Und wir sind auf jeden Fall auch nie einem Streit aus dem Weg gegangen, natürlich. Was ich natürlich den Leuten heute nur empfehlen kann, Streit aus dem Weg zu gehen. Aber wenn man gerade jung ist so und Fußballfan ist auch und so und dann Deutschland, so, dann will man sich schon boxen dafür. Ja, ist doch ganz normal. Kennst du das Video, da sagt doch so ein Hooligan, ja, warum? Ich fahre doch jetzt hier nicht hin für 90 Minuten Fußball. So. Ich fahre doch nicht 5 Stunden nach Dings für 90 Minuten Fußball. Schon eine Boxerei geben, sagt der Digga. Ja, manche sind echt krank. Ich kenne ja auch ein paar Hooligans so, die. Will ich jetzt nicht erzählen, wen und so und wann und warum. Aber das ist ja, da geht es ja gar nicht mehr um Fußball. Yeah. So, die haben auch gar keine Ahnung von Fußball. Die sagen, was? Wer hat der Digga, von vielen habe ich das gehört, dass Hooligans so gar nicht so. Also viele Nein. von denen gar nicht so viel. Denen ist doch egal, ob Hertha absteigt oder so. Denen geht es nur darum, nach dem Spiel Grunewald oder irgendeinem Wald treffen und dann boxen die sich. 40 gegen 40. Denen ist es egal, ob die gewinnen oder verlieren. Aber die sind halt viel härter. Das ist gut. Weil Berlin, wegen der Stadt. Wenn ich irgendwas falsch sage gerade oder das nicht richtig ist, dann entschuldige ich natürlich, ich will keinen Ärger mit den Hooligans haben in Berlin. Nicht, dass ich nachher hierher komme mit 50 Mann. Leute, Frieden, ich bin mit euch. Berlin. Wir, für mich auch mit. Ja, ja, ich weiß nicht. Komm mal. Ich kann mich einfach mit Hertha nicht identifizieren, weil ich die Bayern einfach nicht mag. Ich bin eher Bayern-Fan. Also ich bin Hertaner zum Beispiel. Bist du? Ich halte es hoch, Dicker. Ja? Auf jeden Fall. Bruder, mein Vater hat mich damals mit ins Stadion genommen, da wusste ich nicht mehr. Ich war auch im Stadion, aber irgendwann, Dicker, geht nicht mehr, weil Hertha einfach nicht gut ist, Dicker. Doch, komm. Jetzt Fall dabei ist wieder da. Zweite Liga tut uns ganz gut. Jetzt ein paar Tore wieder, Dicker, ein paar Spiele gewinnen und dann wieder erste Liga zersägen. Guck mal, für den Schleimer jetzt, ja? Er will Berliner. Dicker, ich bin auch Berliner, Mann.
Hör auf, tu dir so, als ob ich kein Berliner bin. Dicke, aber du musst, Dicke. Die schließen mich aus, ne? Die Berliner, weißt du, ne? Weil ich Bayern-Fan bin. Ich bin auch Berliner. Bruder, guck mal. Ich bin hier geboren, Bruder. Von deiner Generation sind viele Bayern-Fans. Aber von wem sollten wir Fan sein, als wir klein waren? Ja, deswegen sag ich ja. Deswegen sag ich ja. Also viele aus dieser Generation, so, weißt du? Aber ich bin so mit Hertha, Dicker, aufgewachsen, ich schwöre. Auch meine ganzen Jungs. Ja? Ich schwöre, wir sind alle Hertha. Und gehst du manchmal hin? Ja, yeah, ich bin immer da eigentlich. Echt jetzt? Also die letzten Spiele war ich da. VIP doch natürlich. Hä? Auch, aber nicht nur. Auch mal im Block, richtig? Ich war früher yeah, einmal Kurve. Auf dem Block war ich. Ich war früher als einziger Kanacke damals in der zweiten Liga gegen Chemnitz in der Kurve. Alles Glatzköpfe, ich schwöre auf alles. Und so ein kleiner dicker Araber da mitten drin, mit Hertha-Fahne. Ja, ja. Zweite Liga, erzählt mir nichts von Hertha, Leute. Macht mir nicht auf Fans hier. Macht mir nicht auf Fans. Kasimir, mein Freund. Ich finde, wir sind langsam, aber sicher am Ende angekommen. Ich fand, das war ein sehr amüsanter, freundschaftlicher, berlinerischer, sagt man das so? Ist doch egal. Talk. Hat mir sehr Spaß gemacht, Dicker. Ich danke, dass du da gekommen bist, Leute. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall. Check ab, Leute. Bringt bald sein Album raus. Und nächsten Monat kommt sein erstes Single. Genau, danke, dass ich. Wie sie heißt, weißt du noch nicht? Kamikaze, der Kasi in mir. Der spinnt, der weiß doch gar nicht, was er machen will. Der wird bestimmt eine Woche vorher einen anderen Namen nehmen, wa? Ja. Ja, aber ist gut, der ist jung. So bin ich, Dicker. Er hat die Nerven dafür. Ich küsse eure Herzen, Leute. Das war ein Interview mit Kasimir, Berliner unter sich. Peace. Peace, ciao, ciao.